leckere Radieschen aktuell in sehr vielen Supermärkten im Angebot. Herzlich willkommen bei Köln kocht. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich habe die Radieschen mir gekauft und habe so Lust drauf. Ich mache mir da gleich einen Salat von. Und zwar einen ganz einfachen, knackigen Radieschensalat. Und da habe ich mir noch Wildlachs gekauft. Und wir machen uns ja daraus so eine kleine Kruste. Oder ich paniere den gleich so ein bisschen. Wir brauchen für die Panade Mehl, ein Ei, ein Vollkornbrot und schön frische Leinsamen. Wenn ihr die vielleicht im Schrank habt, die sind aber auch sehr günstig, kann man eigentlich überall kaufen, in jedem Supermarkt und so. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich bin gleich nochmal O-Ton-mäßig am Start und werde nochmal peu à peu beschreiben, wie ich was koche. Ich habe noch, ja, noch ein, zwei Bitten an euch. Ihr könnt auf jeden Fall gerne kommentieren, natürlich, würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, das ist für euch super, super kostenlos. Ihr müsst da gar nichts für tun, einfach nur auf Abonnieren drücken und auf die Glocke aktiv drücken. Und das war's schon. Und dann bekommt ihr immer neue Nachrichten, wenn ich etwas Neues hochgeladen habe. Ich bin raus, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, ciao, ciao. Södle, wir brauchen ein Vollei, wir brauchen Mehl, Leinsamen, ein Vollkornbrot. Leinsamen bekommt man eigentlich im DM, zum Beispiel jetzt hier im Rewe, überall eigentlich her. Radieschen, die waren im Angebot für 1 €. Das ist der Wildlachs, den ich mir gekauft habe. Und dann fangen wir an, dass wir uns das Vollkornbrot erstmal in kleine Würfel schneiden. Am besten hackt es ruhig ein bisschen durch, dann ist es auch ein bisschen homogener, dann später dann beim Panieren und dann passt es auch besser mit dem Leinsamen zusammen. Und genau mit diesem Leinsamen werde ich jetzt das Brot, das geschnittene, gehackte Brot vermischen. Und dann werden wir den Fisch ganz klassisch panieren. Wir fangen an mit Mehl, dann kommt der Fisch ins Ei und dann kommt der Fisch in die Leinsamen-Brotmischung. Ich hoffe, dass das jetzt alles über die Kamera auch so einigermaßen gut zu sehen ist. Ich habe halt meine Hand und meinen Arm da so ein bisschen drin. Aber ich denke mal, dass es ja, gut sichtbar. Also den Fisch vorher gerne ein bisschen salzen, ein bisschen pfeffern. Dann kommt es erst ins Mehl. An der Schüssel dann bitte auch schön abtropfen, genau. Dann von da aus kommt dann der Fisch ins Ei, in das Vollei. Was ihr auch machen könnt, den Fisch nicht salzen und das Ei salzen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und was halt nicht so gut klebt, wird halt dann nochmal so ein bisschen, ja, mit der Hand dann nochmal draufgeklebt. Und dann kommt der auch gleich in die Pfanne. Gleich könnt ihr nochmal sehen, wie es am Ende jetzt auch ausschaut. So sieht es dann am Ende dann aus. Dann nehme ich mir die Radieschen. Die habe ich vorher natürlich auch schön gewaschen. Am liebsten auch mit warmem, heißem Wasser, weil die schon viel Erde und Dreck auch haben können, besonders oben am Grünen. Dann habe ich mir die so ein bisschen geputzt, also oben und unten so ein bisschen abgeschnitten. Dann habe ich die einmal halbiert und dann mit einem scharfen Messer schön dünn aufgeschnitten. Kann man hier sehen. Ich habe dann so ungefähr so 10, 12 Stück genommen ungefähr für eine Person, für eine Portion. Ist quasi wie ein kleiner Salat. Und den habe ich halt dann ja abgeschmeckt mit Salz, mit einer Prise Zucker, mit ein bisschen grobem Pfeffer jetzt hier zum Beispiel auch. Öl ist ein bisschen drin und weißer Balsamico, also ein bisschen Essig. Ja, dann die Pfanne aufstellen und den Fisch schön reinlegen. Gucken auch ein bisschen mit der Temperatur. Also es muss jetzt nicht unbedingt 6 von 6 sein. Es reicht auch, wenn es dann am Ende dann 4 ist, damit der Leinsamen auch nicht verbrennen. Ja, und jetzt kam ich hier noch auf die Idee, ein bisschen Milch aufzusetzen mit Kurkuma drinne und ein bisschen zu salzen. Und das ist einfach dann so ein kleiner Kurkuma-Safranschaum. Ganz easy. Ist mir einfach so spontan eingefallen während dem Kochen. Da könnte noch ein bisschen Farbe rein. Da dachte ich mir so, komm, machst du nochmal so eine gelbe Farbe und einen gelben Schaum obendrauf. Ja, und das sind Radieschen, die mariniert sind, wie immer im Ring. Ja, angerichtet, ist bei mir irgendwie immer noch so ein bisschen drin, noch aus Kochzeiten. Dann kommt der Fisch oben drauf und dann haben wir eigentlich auch schon das Essen fertig. Es ist eigentlich eine Zubereitungszeit von, ich würde sagen, 15 Minuten. Das ist super easy. Und gleich könnt ihr mal sehen, wie es am Ende aussieht. So sieht es am Ende dann aus. Es ist wirklich schon gesagt, leicht nachzukochen. Und jo, jetzt wird es noch getestet natürlich. Ja, das mit dem gelben Schaum oben drauf ist mir gerade beim Kochen eingefallen. Ich habe ja vorher gar keinen Plan, was ich eigentlich kochen möchte oder kochen soll. Ich gehe einfach einkaufen im Supermarkt und kaufe halt mir das, worauf ich Lust habe. Und dann an einem Tag, wo ich dann wirklich sage, so, okay, ich koche jetzt, ich mache jetzt ein Video, gehe ich an den Kühlschrank und suche mir was raus. Also ich gehe nicht mit der Idee in den Supermarkt, ich will einen Wildlachs machen, dazu gibt es Radieschen, sondern ich lasse mich immer inspirieren von dem, was es gibt. Und dann auch von dem, was ich am Ende auch im Kühlschrank liegen habe. So, wir werden jetzt mal den Lachs probieren. Ich finde, das ist echt sehr gelungen. Ne? Ist natürlich auch sehr gesund. Pumpernickel bzw. Vollkornbrot. Das war schon sehr dunkles Vollkornbrot mit den Leinsamen zusammen.
Und ich weiß nicht so genau, ob das mit Leinsamen nur funktioniert, weiß ich gar nicht. Mir war klar, dass wenn man etwas paniert, man immer auch Brot dabei hat. Bei einem Wiener Schnitzel zum Beispiel ist es dann Weißbrot oder Mietepain oder Paniermehl, was auch immer, wie man das bezeichnen möchte. Ne? Also sehr, sehr knusprig auf jeden Fall. Sehr knusprige Note, hat auch einen sehr guten Eingeschmack, das Vollkornbrot mit dem Leinsamen. Echt gesund, ne? Ist halt echt ein bisschen öko, gar keine Frage. Aber mit den Radieschen zusammen und so, super lecker. Und super, super knusprig. Und richtig lecker. Wow. So, ich werde jetzt mal das Video schneiden und ich bin raus. Habt noch alle einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.